Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Gespräch im Newsroom. Es geht heute um ein schwieriges Thema, nämlich um das Sterben in Deutschland. Und ich habe unseren Reporter Frank neben mir. Guten Tag, Frank. Hallo Christoph. Nach neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes sind in Deutschland im Dezember vergangenen Jahres rund 18.000 Menschen mehr gestorben als in den Dezemberjahren davor, also von 2018 bis 2021. Diese sogenannte Übersterblichkeit nennt man das ja, von 19% ist auffallend. Kennt man schon die Gründe dafür? Nein, die kennt man im Einzelnen noch nicht. Es gibt natürlich diverse Ideen, woran das liegen kann. Wir haben immer noch eine Corona-Pandemie, auch wenn sie am Abklingen ist. Wir haben eine große Grippewelle und auch eine Welle anderer Atemwegserkrankungen, das RS-Virus. Was sagt das Konzept der Übersterblichkeit eigentlich überhaupt aus? Es scheint ja kompliziert zu sein. Naja, Übersterblichkeit heißt, dass man vergleicht, wie viele Leute in einem gewissen Zeitraum normalerweise sterben oder erwartet sterben, mit dem, wie viele dann tatsächlich sterben. Und das kann helfen, zum Beispiel bei Grippewellen eben oder auch bei Hitzewellen zu erfassen, was für eine tatsächliche Auswirkung die haben. Wobei man da auch gucken muss, wie sich die Demografie entwickelt. Wenn eine Gesellschaft zum Beispiel älter wird, dann erwartet man, dass die Anzahl der Sterbefälle auch zunimmt. Wenn aber zum Beispiel das Lebensalter oder die Lebenserwartung zunimmt, dann erwartet man, dass die Anzahl der Sterbefälle eigentlich erstmal wieder abnimmt und das beides kann sich gegenseitig ja, wie aufheben, ne? Kompensieren, ja. Sozusagen, ja, Okay. genau. Jetzt die aktuelle Übersterblichkeit nutzen ja Impfgegner vor allem und sagen sie, die hohe Sterblichkeit liegt auch an den Corona-Impfungen. Haben die recht? Nein. Haben Sie nicht. Es gibt dafür jedenfalls überhaupt keinen statistischen Beleg. Es gibt natürlich, sagen wir mal, Datenlücken. Und diese Datenlücken, die laden ein zu Interpretationen in alle möglichen Richtungen. Und es gibt eben nicht nur die Impfgegner, die sagen, es liegt an der Impfung. Es gibt genauso eine große Anzahl von Leuten, von Beobachtern, auch Wissenschaftlern, die sagen, es ist genau das Gegenteil. Die Übersterblichkeit, die wir haben, ist eine Langzeitfolge der Corona-Pandemie und spiegelt wieder, dass auch wenn Covid sozusagen überstanden ist, dass dann trotzdem es Langzeitfolgen für den Körper gibt, für das Herz-Kreislauf-System insbesondere, die dann zu dieser Übersterblichkeit führen. Und um das genau zu wissen, muss man aber die Todesursachen kennen und die werden natürlich auch erhoben, aber die mit einem Verzug, das ist deutlich aufwendiger als nur die Sterbefälle. Damit werden wir erst ein paar Monaten rechnen können. Okay, das heißt, wir wissen in einem halben Jahr etwas mehr darüber. Etwas mehr, 100% aufklären werden wir es nie, weil es gibt ein paar Datenlücken, die bleiben. Was in Deutschland zum Beispiel meines Wissens nicht gemacht wird, oder ich habe da noch keine Statistik gefunden, ist auch mal nachzufragen, wirklich den Impfstatus der gestorbenen Leute. Es gibt aber in anderen Ländern wird das zumindest teilweise tatsächlich gemacht. Und da gibt es eine Grafik, einen Datensatz aus England für den Zeitraum vom Januar 2021 bis Mai, Ende Mai 2022, also doch über 18 Monate, eine relativ große Zahl, 17 Monate. Und da wurde eindeutig festgestellt, dass, wenn man nicht geimpft ist, eine deutlich höhere Sterberate dort ist. Egal welche Ursache. Ja. Also es kann dort aus diesen Daten eigentlich ausgeschlossen werden, dass man mit einer Impfung durch diese Impfung ein höheres Risiko hat zu sterben. Okay, also wir werden im halben Jahr nochmal nachfragen. Vielen Dank, Frank, und schönen Abend. Danke.